im 4. November in einem deutschen Fernsehstudio. Herzlich willkommen bei Lanz kocht und große Vorfreude hier im Publikum, auch bei mir ehrlich gesagt. Deswegen extra mal in Schale geworfen. Wir werden heute auf ganz, ganz hohem Niveau kochen. Und das tun wir unter anderem mit Kolja Kleeberg, mit Johannes King, Lea Linster, Mario Kotaska und Alfons Schubeck. Heute ist schön, ne? Heute geht einiges. Hat ein ordentliches Geschmack. Zwei Sterne, ne? Zwei Sterne. Hier. Hallo. Freut mich sehr. Alles cool. Mario, hast du noch einen Stern eigentlich? Ich habe den Rest neu aufgehört. Weiß, aber das geht dann nicht mehr weiter, ja? Verstehe. Verehrung. Ist gut. Ja, siehst gut aus. Ja, neben dir. So, neben dir kommt jeder gut raus. Sag mal, jetzt habe ich gedacht, du bist heute mal nett, aber schon wieder nichts. Ich sag dir gerade zu Alfons, du siehst gut aus. Dann sagt er, neben dir sieht jeder gut aus. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich habe jetzt gar nicht zusammengezählt, aber wir sollten das mal tun, weil heute legen wir mal richtig los. Und ich finde das immer mit die schönsten Sendungen, wenn wir Haute Cuisine hier verkochen. Die meisten haben ja immer so ein bisschen Angst davor, Respekt, auch übrigens Angst, es zu essen, weil man so viele Fehler machen kann, wenn man dann in entsprechenden Restaurants sitzt. Aber wenn wir mal überschlagen, wie viele Sterne haben wir denn hier stehen? Einer? Seit wie vielen Jahren, Alfons? Seit fast 30. Wahnsinn, Respekt. Mario? Ja, ich bin momentan Restaurant los. Genau, aber ihr hattet auch einen Stern, ne? Wir hatten auf alle Fälle auch einen Stern, ja. Genau, also zwei Sterne. Lea hat... Einen. Seit wie? 25 Jahren. Wow. Drei. Was ist mit Johannes? Johannes hat dos. Alfons, da haben wir einen mit zwei Sternen. Johannes King. Seit wie vielen Jahren, Johannes? Seit 2004. Vorher einen, ja? Ja, vorher seit 91 einen. Okay. Also 20 Jahre jetzt. 20 Jahre auch, ja. Wow. Toll. Ja, wir werden auch gleich mal drüber reden, ob das überhaupt erstrebenswert ist, also zwei, drei oder noch mehr Sterne zu haben, so sie es denn gäbe. Wie ist es bei dir, Kolja? Ein Stern seit 14 Jahren. Seit 14 Jahren, wow. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sterne. Bin sehr gespannt, was ihr da heute zaubert. Und wir beginnen zunächst mal bei Mario Kotaska, den wir sehr herzlich begrüßen. Mario, nochmal, schön, dass du da bist, weil du uns etwas machst. Was gut zum Thema passt, Mario, pass auf, ich such's mal schnell. Ich suche. Also, Crepinette. Jawohl. Du musst mich da korrigieren, ja, bin ich da falsch unterwegs. Crepinette von Taube und Wachtel mit Trüffeljus und Petersilie. Genau. Das ja. Sieht schon mal ganz gut an. Ja, finde ich, oder? Ja. Nee, du hast es völlig richtig ausgesprochen. Also eine Crepinette. Ja, Crepinette. Ich bin ja so ein bisschen der Freund der deutschen Sprache. Ja. Also eine Crepinette ist eine angelehnt an dieses, wie der an dieses Schweinenetz hier. Ja. Crepinettchen, sagt man da. Crepinettchen. In Köln Crepinettchen. Also dieses Schweinenetz, das verwenden wir jetzt dann gleich, um diese Bestandteile, wenn ich sie dann auseinandergebaut habe, Taube und Wachtel miteinander zu verbinden, damit wir dann beim Garen... das ist die Taube übrigens. Das ist die Taube? Ja, kannst du noch mal guten Tag sagen? Ja. Wird allerdings nicht antworten. Sie wird nicht, ja, damit ist nicht zu rechnen. Und pass auf, dieses Schweinenetz hat halt dieses, das heißt Crepin. Ja. Und ursprünglich sind diese Crepinetten, sind kleine Netzwürstchen, indem man dann einfach so eine grobe Farce in dieses Netz eingewickelt hat, damit man es dann braten konnte, damit es zusammengehalten wird. Genau. Und so ist aber jetzt dann mittlerweile in der Küche alles, was im Schweinenetz eingepackt ist, ob das eine Ochsenschwanzpraline ist oder ein Steinbutt mit Blutwurstschuppen, keine Ahnung, oder in dem Fall halt Wachtel mit Taube. Blutwurstschuppen. Ist mir gerade so eingefallen, ja. Ja, ist toll, ja. So bezeichnet man für all das als Crepinette. Okay. Weil es halt, wie gesagt, im Schweinenetz eingepackt ist. Was wirst du damit genau machen? Also ich werde jetzt als allererstes... Wir wollen heute natürlich auch von dieser Handwerkskunst, die ja mit dieser großartigen Küche sehr, sehr viel zu tun hat, möglichst viel mitkriegen. Also als allererstes habe ich jetzt hier mal die Keulen abgeschnitten von der Taube. Und dann habe ich hier den Unterschenkel, den werde ich auslösen. Ja. Dann werden wir die Brust hier auseinanderbauen. Ja. Die kommt hier mit rein. Von der Wachtel nehmen wir auch eine Brüste auseinanderbauen. Das ist ein Satz, den haben wir so zuletzt beim Schönheitschirurgen gehört. Ne? In diesem, ja, das hast du jetzt so interpretiert. Nein. Dann... kommt dies mit der Wachtel. Aus den Keulen von der Wachtel machen wir mit Sahne, Salz und Muskat eine Farce. Das ist so der Kleber in der warmen Küche, damit die Eiweiße dann auch zusammenhalten. Und dann füllen wir das Ganze noch in der Mitte mit ein bisschen Trüffel. Ja. Packen es dann in unser Schweinenetz ein
Und ich muss ein bisschen Gas geben. Also das ganze Ding muss dann auch noch so für ca. 16 Minuten in den Backofen. Also es wird dann noch gebraten. Wow. Aber es macht euch Spaß, gell? Sowas auf dem Niveau in einer Stunde. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Und für mich ist das jetzt hier ja auch so, also so darf ich ja zu Hause nie kochen, weil das meiner Frau immer zu lange dauert. Was heißt, darfst du nie? Würdest du gerne? Ja, ich kann das schon, aber es gibt ja bei uns die einfache Regel, eine halbe Stunde und maximal drei Töpfe, damit dreckig werden, für zu Hause. Und da ich ja jetzt momentan restaurantlos bin, ist es natürlich für mich hier immer schön, mich hier so ein bisschen auszutoben. Sag ich Kannst dich mal richtig ausleben, Mario. Ja, nur zu. Ist richtig in der Schön, dass du da bist. Herzlich Jawohl. Willkommen. Und weil Mario gerade sagte, musst du gerade was erledigen, Johannes? Ich wollte mir gerade mal einen Webstahl holen, damit ich meine Backen da weiter schneiden kann. Okay, zeig uns das gleich einmal, weil Mario gerade sagte, 30 Minuten, da gibt es richtig Stress, Kolja. Du bist auf der ersten Position heute hier. Ja. Schließt sich das ein bisschen aus, also auf dem Niveau zu kochen und nur so wenig Zeit zu haben? Zeitaufwand ist das eine, was Hochküche ausmacht, aber natürlich auch die Produkte, seltene, teure Produkte, die dann auf bestimmte Art und Weise noch mal verarbeitet werden. Aber Zeitaufwand ist eigentlich schon, ja, Zeitaufwand, viel Arbeit, das ist so ein Kennzeichen. Und rechtfertigt letzten Endes ja dann auch den hohen Preis. Ja, natürlich. Das ist eigentlich der hohe Zeitaufwand, zum Beispiel der Johannes schmort etwas. Genau. Ein Rinderfilet zu braten, das ist relativ schnell gemacht. Mhm. Das kann, würde ich mal sagen, auch der einfachste Koch. Ja. Aber sowas zu schmoren, da muss man wirklich 3 Stunden lang eigentlich wirklich dabei bleiben. Mhm. Und die Zeit ist das letztendlich, was den Preis ausmacht. Das ist genau recht. Also, ratschen wir gleich in Ruhe drüber und werden zunächst mal Hallo sagen bei Johannes King, den wir sehr herzlich begrüßen. Dankeschön. Und der uns heute macht eine eine geschmorte Ochsenbacke. Ja, genau. Aber bevor wir zur Backe kommen, Johannes, vor die Backe hat der liebe Gott das Hantieren mit dem Messer gesetzt. Ja, genau. Das ging nicht ganz einfach. Was macht ihr denn, wenn ihr merkt, so ein Messer ist stumpf, funktioniert nicht richtig? Also wenn es stumpf ist, muss es zum Messerschleifer. Ja. Wenn es nur nachgeschliffen werden muss, dann macht man das so schön auf dem Wettstahl. Ja. Ich kann das dann mal kurz zeigen. Und zwar jeder, wo habe ich jetzt den Stahl hin? Ach, da. Weil vor dem Problem steht man da häufiger mal auf. Ja, aber das ist, man kann damit das Messer nicht schärfen, sondern nur nachziehen. Mach mal nicht so schnell, mach mal nicht so schnell. Ja, jeder macht das auf seine Art und Weise. Deswegen, keiner mag das gerne, wenn sein eigenes Messer jemand anders abzieht. Denn jeder, man kann das auch so nach hinten abziehen. Ja. Man kann das aber auch so nach hinten ziehen. Ich mache es so, ich habe es vorher probiert, geht auch. Ja. Und dann schneidet das wirklich auch. Wieder deutlich ein bisschen besser. Ja, deutlich besser. Und man kann wirklich so kleine Sehnenstücke dann auch noch mal einfacher wegschneiden. Nichts ist schlimmer als ein stumpfes Messer. Mhm. Das ist eine Katastrophe. So. Brennt das hier gerade an oder ist das gewollt? Nee, das sind Röstaromen, ja, die da gerade. Röstaromen, ja, genau. Ja. Die machen den ganzen Johannes, wirklich. Heute, ja. Ich mache das ganz heute nicht schief gehen, das weißt du. Wenn es heute schief geht, wäre es blöd. Wir machen ein ganz einfaches Gericht. Man braucht mindestens 6 Stunden Zeit. Ja, du machst uns, ich genau sag das richtig. Einmal. Pass auf, du machst uns eine geschmorte Ochsenbacke. Ja. Das ist toll, weil Ochsenbacke und geschmort, geschmortes Fleisch ohnehin großartig. Wunderbar. Aber die Frage ist, wo ist sozusagen die wirkliche 2-Sterne-Raffinesse da drin? Also es besteht wirklich im Detail. Das eine ist die geschmorte Backe. Du bist sicher, Backe. Dass das so sein soll hier? Das ja? muss so Bauch. Sein, das muss man ein bisschen braten. Ich möchte gerne wirklich Röstaromen haben. Ja. Und dann nehme ich schon, während ich mit dir so ein bisschen ratsche, nehme ich da schon ein bisschen was raus. Ja. Das reicht mir nämlich schon an Röstaromen. Es verunsichert dich doch, was ich da immer sage, ne? Nee, ich mache das hier, weil wir doch auf die Schnelle arbeiten müssen. Ja. Ich will hier nur den Ansatz zeigen. Wir können ja nicht die 6 Stunden jetzt komprimieren. Genau. Aber der Ansatz, das ist das Wichtige. Viele haben Angst davor, wie mache ich so, wie muss ich es anfangen? Beim Schmorfleisch zu machen. Beim Schmorfleisch, genau. Ist aber gar nicht so schwer, oder? Nee. Schmorfleisch zu machen. Also es gibt andere Sachen, da muss man wirklich öfter dabei bleiben, übergießen, sonst was. Hier bei der Ochsenbacke, ich brate das Fleisch jetzt nur an, habe die groben Sehnen weggeschnitten. Ja. Dann mache ich hier mein Röstgemüse rein, brate auch das Röstgemüse separat. Ja. Lösche das hier ab mit ein bisschen Rotwein, dann kommt ein bisschen Rinderfond drauf, dann kommt alles hier rein. Ja. Gewürze drauf, Deckel drauf, 6 Stunden in den Ofen. 90 Grad. 90 Grad, okay. Brummelig. Alfons sagte neulich mir mal, es gibt so eine magische Grenze, 100 Grad ungefähr. Ja, ja. Also man kann das auch heiß schmoren. Ne? Geht auch, also ja. Bei 160 Grad könnte man das auch. Ich gemeint, aber das kurz gebraten ist. Ja. Ja. Ja, wie also machst du Schmorfleisch auch bei 90 ungefähr? Ja? Naja, entscheidend ist, dass es nicht kocht. Ja. Wenn es kocht, zieht es zusammen ja. und dann ist... Ansonsten Brust raus. Das ist dein Thema, Alfons. Danke. Ja.
die magische Grenze von 100 Grad. Ja, weil genau. Ab 100 Grad fängt halt der Saft im Fleisch an zu kochen. Genau. Und dann kann der Saft eben auch mal rauskochen aus dem Fleisch und dann wird es eventuell mal trocken. Logischerweise. Also, wo daran eben wirklich nachher auch das Besondere steckt, sind die Kleinigkeiten. Es ist eigentlich eine sehr rustikale Geschichte. Wir sehen hier Datteln zum Beispiel. Genau. Frische Datteln. Was machst du mit denen? Genau. Und zwar, das sind keine frischen Datteln, sondern das sind gefrorene Datteln gewesen. Ah, okay. Man sieht, das sind richtige kleine, saftige Bomben. Ich habe die schon mal halbiert und geschält. Auf jeden Fall keine getrockneten. Ne? Und probier das mal, wie das schmeckt. Das schmeckt nämlich nicht süß, sondern das schmeckt fast gemüsig. Schmeckt das. Und ich brate die nachher mit ein bisschen Kümmel dran zu dieser rustikalen Ochsenbacke. Dann gibt es rote Beete dazu. Und die rote Beete, die ist nicht normal gekocht, sondern die habe ich im Vakuumbeutel reingepackt. Da kann nichts rein, kann aber auch nichts raus. Das ist der Vorteil. Und ich möchte die auch sehr erdig haben. Nicht süß-sauer, sondern sehr erdig. Und dann schmore ich hier hinten Zwiebeln. Die habe ich einfach nur Zwiebeln geschält, halbiert. Da ist nur ein klein bisschen Sonnenblumenöl drin, Deckel drauf, fertig. Das ist da alles. Auch, ne? Ganz wenig Öl im Spiel hier. Ganz wenig, ja. Und da nehme ich nahe die Segmente raus. Und das ist Knollensellerie. Knollensellerie mit Milch, Salz, Pfeffer, ein ganz klein bisschen Zucker. Grobe Stücke, langsam zerköcheln lassen, pürieren mit dem Mixstab, fertig. Warum grobe Stücke? Kleine Würfelchen. Das ist wie beim Kartoffelpüree. Ja? Aus kleinen Würfelchen könnte man niemals ein Püree machen. Weil es wird sofort auslaugen und drumherum wird es sich wie eine Haut bilden. Und das wollen wir hier auch nicht. Wir wollen grobe, saftige Stücke haben, die langsam zerkochen und dann werden die püriert und angestampft, fertig. Butter auch drin? Nee, gar nichts. Kein Butter? Nein. Da bin ich sehr gespannt. Nur ein ganz klein bisschen Milch. Ich finde ja immer, dass das Püree erst dann richtig gut kommt, wenn Butter drin ist, oder? Wenn die Kartoffeln gut sind, geht's auch so, Nee, es muss nicht so viel davon rein. Ein klein bisschen ist okay, beim Selleriepüree mache ich gar keinen rein. Eine letzte Frage habe ich noch, Johannes. Zwei Sterne. Fluch oder Segen? Oder beides? Also ich kenne Kollegen, die sind wirklich so erpicht drauf. Die würden alles geben, damit sie ein oder zwei Sterne kriegen. Und dann scheitern sie damit sehr oft, weil es die Region nicht hergibt. Okay. Weil man dem Gast etwas aufdoktroyiert, ja, was er vielleicht gar nicht will, weil auch die Kaufkraft vielleicht nicht da ist. Bei mir ist das wirklich so, ich könnte auch mit einem leben, ich beschwere mich nicht über zwei. Aber ich würde jetzt mir keinen Strick nehmen, wenn ich auf einmal nur noch einen hätte. Man muss mal die wirtschaftliche Seite sehen. 20% Zuwachs beim zweiten Stern, das ist schon reell. Also muss man schon sagen. Das hat mir neulich einer erklärt von euren Kollegen. Der sagte, erster Stern, dann kriegst du so die Gourmets aus der Region. Zweiter Stern, dann kommen die so grob gesagt aus ganz Deutschland im Grunde. Genau. Ja, dritter Stern, internationales Publikum. Die dann extra aus Die reisen dann London gezielt einfliegen danach an, in Großstädte wie Westerland und sagen, da will ich hin. Aber für mich ist es einfach, für mich ist es so, dass der Betrieb muss funktionieren, die Gäste müssen glücklich sein, ich möchte möglichst viel Wiederholungstäter haben. Und wenn wir die alle zusammen haben und der Betrieb funktioniert, wir kriegen dann noch einen Stern am Jahresende hinten drauf, dann passt das doch. Du sagtest gerade, Region hergibt, was die Region hergibt. Ist das bezogen auf die Produkte oder bezogen auf die Wirtschaftskraft in der Region? Auf die Wirtschaftskraft natürlich. Ne? Ja. Einfach auch eine etwas teure Küche. Und so wie Kuljafa auch gerade gesagt hat, manchmal wird das so banal genommen. Ja, das ist ein einfaches Fleisch, das kann ja nicht so teuer sein. Wenn das Ding 6 Stunden lang bearbeitet werden muss, man muss einfach mal sehen, Wareneinsatz ist normalerweise maximal 30%. Dann kommen die Löhne, kommt die Pacht, kommt die Versicherung, kommt die Berufsgenossenschaft. Und ich könnte Ihnen so eine Latte aufzählen, die da nebendran kommt. Das ist das, was das Gros ausmacht. Und absolut, Wahnsinn. Also, finden wir großartig und begrüßen zunächst noch mal sehr, sehr herzlich Kolja Kleeberg. Johannes, wir haben deine... Kolja, du machst... Oh, Entschuldige, ich schmeiße hier Sachen durch die Gegend. Du machst uns heute etwas, von dem ich bis dato gar nicht wusste, dass es das gibt, um offen zu sein. Eine gebackene Kabeljau-Brandard. Genau, Brandard. Brandare ist ein provenzalisches Wort und bedeutet sich rühren oder sich schütteln. Ja. Und das besteht eigentlich aus Stockfisch. Wobei der normale Stockfisch ja doch sehr salzig und muffig ist. Ja. Deswegen habe ich das anders gemacht. Man sieht es hier noch. Ich habe frischen Kabeljau genommen, den selber mit grauem Salz eingesalzen für eine Stunde. Das heißt sozusagen Turbo-Stockfisch. Turbo-Stockfisch, aber natürlich bleibt der Stockfisch bzw. der Kabeljau hier, so ein Stück kannst du nehmen. Bleibt natürlich viel saftiger, als wenn man diesen alten Lappen, diesen getrockneten Lappen da nimmt, wie er eben in Portugal oder Spanien verwendet wird. Und nach der Stunde wird das Salz abgewaschen. Der Fisch hat ein bisschen Wasser verloren, wird fester dadurch. Und dann wird er in Milch pochiert mit Knoblauch, Thymian, Lorbeer. Das nimmt auch noch mal ein bisschen den Salzgeschmack raus.
sorgt dafür dann, dass der, dass der Fisch schön weiß bleibt. Man sieht das hier. Ist also nicht grau geworden. Dann nach 10 Minuten kommt das Kabeljaufilet aus der Milch raus, wird mit der Gabel so locker zerpflückt. Wahnsinn. Und hier habe ich, riech mal hier dran, das ist im Grunde genommen Kartoffelpüree mit Limonenschale, mit ein bisschen Limonensaft, Salz, Pfeffer. Und jetzt kommt... Da ist ja richtig Druck dahinter. Ja, ja, klar. Und jetzt kommt der Kabeljau da drunter. Super. Und wird locker mit den Kartoffeln vermengt. Dann wird das Ganze in Nocken geformt, ausgebacken. Und dann kommt ein bisschen Crème fraîche drauf und Kaviar. Muss man diesen Sud probieren. Den kann man doch bestimmt auch gut essen, oder? Das kann man probieren, aber da ist jetzt natürlich kein Salz drin. Nee, aber schon sehr, sehr geschmackvoll, das ganze Ding. Jetzt kannst du hier gerne auch von dem Püree im Grunde genommen schon probieren. Machen wir gleich. Und vielleicht ist es möglich, trotz dieser sehr überschaubaren Portionen in der Sterneküche, das eine oder andere auch für unser Publikum fertig zu machen. Ja, damit die mal ein Gefühl dafür kriegen, sitzen ja lauter Feinschmecker hier. Wenn du sagst Kaviar, ja, stellt sich für mich die Frage, hat Haute Cuisine zu Recht den Ruf, dass es immer irgendwann mal auf Kaviar hinausläuft? Oder wie interpretierst du Haute Cuisine für dich in deiner Küche? Na, es gibt Produkte, die erwarten viele Leute, wie Hummer, Rinderfilet, ja, Kaviar, bestimmte Fische wie Steinbutt oder sowas. Aber für mich ist zum einen die handwerkliche Arbeit wichtig, also dass man wirklich mit einem Produkt arbeitet und manchmal auch die Kombination von einfachen Produkten mit edlen Produkten. Beim Kaviar ist es so, dass wir keinen wilden Kaviar mehr verkaufen dürfen. In Deutschland ist das untersagt. Was ich gut finde. Wenn man bedenkt, der Stör, von dem der Kaviar stammt, der muss mindestens 15 Jahre alt werden, bis er zum ersten Mal Kaviar gibt. Ist klar, wir haben halt in den letzten Jahrzehnten so viel Räuberei am Stör betrieben, dass die Populationen eben im Moment einfach zu schwach sind. Hier, das ist ein Kaviar aus der Zucht. Gibt es mittlerweile in Spanien, in Frankreich, in Iran, wo ja... Auch in Österreich übrigens. In Österreich, aus Österreich, glaube ich, kommt sehr guter Kaviar, habe ich neulich irgendwo gelesen oder gehört. Und wenn man sich jetzt mal diesen Kaviar anschaut, worauf kommt es an beim Kaviar? Zum einen, oben drauf muss der Spiegel perfekt sein. Das heißt, es dürfen keine zerdrückten Körner sichtbar sein. Dann muss sich der Kaviar, er darf nicht schlotzen. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Löffel reingehe... Also das, was beim Risotto sozusagen ein Qualitätsnachweis oder Merkmal ist, das Schlotzige. Das darf beim Kaviar nicht sein. Wenn ich reingehe, dann darf auch hier unten eben kein Wasser zu sehen sein. Also da darf nichts ausgetreten sein. Dann ist natürlich der Geruch wichtig. Es darf nie nach Fisch riechen. Tut's nicht, ja. Muss immer ein bisschen, ja, wie so eine frische Meeresbrise quasi riechen. Und dann probiert man den Kaviar. So ein bisschen wie der Duft, den Johannes King aus Sylt immer mitbringt. So dieses, das, was du im Haar hast, weißt du das? Vielen Dank. Deine Hand drauf. Die Hand. Und so probiert man den Kaviar. So probiert man Kaviar. Vom eigenen Handrücken, ja, weil der eigene Geruch, es sei denn, man hat sich vorher irgendwie länger bei der Abendberaterin die Hände eincremen lassen. Der eigene Geruch ist das, was man am neutralsten empfindet. Okay. Und da riecht man den Kaviar am besten. Und jetzt nimmst du mit der Zunge einfach diesen Kaviar in den Mund und drückst ihn zwischen Zunge und Gaumen ein bisschen hin und her. 50 das hört Euro. Sich so saumäßig gut an, dass 100 ich mal Euro. Nachverkosten muss. 150 ob das Euro. Es, ja, es gibt so Produkte. Aber das traue ich mich gar nicht. Ist das sehr teuer jetzt, was ich hier gerade esse? Also die Dose hier für uns 200 Euro. Kann man also sagen, du hast weder fremde Kosten noch Mühen gescheut, um das hier möglich zu machen. Ja. Genau, und jetzt genehmige ich mir erstmal einen riesigen Löffel davon selber. Wow. Aber wir haben jetzt hier eben die Kombination von einem teuren, exklusiven Produkt mit einer richtig bäuerlichen Zubereitung. Also das kann man jetzt auch so servieren, klar, gratinieren. Aber das ist für mich eben auch ein bisschen Haute Cuisine, dass man sich auch Gedanken drum macht, wie kann man eine ganz klassische Kombination Kartoffel und Kaviar ein bisschen verändern. Also Brandard und Kaviar habe ich bisher außer bei mir noch nicht gesehen. Ich finde es ganz großartig. Ich bin mit sowas immer vorsichtig. Haben wir noch gar nicht verkocht hier in Brandard. Der Sendung. Nein. Ja, dann. Haben wir noch nie gemacht. Höchste Zeit, Kolja. Schön, dass du es für uns machst. Hier einmal schnell Hände waschen. Und wir begrüßen, meine Damen und Herren, sehr, sehr herzlich Madame Haute Cuisine aus Luxemburg. Lea Linster ist bei uns. Lea, herzlich willkommen. Hallo. Wie uns heute macht, Lea,
Ich habe mir gerade mal dein Rezept angesehen. Ja. Eine Kalbsniere. Ja. Ja. Ich habe sie hier schon ein bisschen verputzt. Das ist ganz interessant. Bei ihm steht einfach geschmorte Ochsenbacke drauf. Bei dir steht Kalbsniere und kein großes Tralafitti. Ja. Und trotzdem reden wir über. Über das Feinste. Über das Feinste. Ja, genau. Und du hast das vorhin so schön gesagt, diese handwerkliche Kunst, um das fein zu machen. Und das ist das Wichtigste. Zum Beispiel könnte man, du könntest aus jedem von diesen Gerichten, die wir hier heute hier machen, auch sagen, das ist eigentlich ein Brasserie-Gericht. Also ein Brasserie ist die Form von französischem Restaurant, die einfacher ist. Das ist nicht Haute Cuisine oder Sterne-Restaurant, aber es muss immer gut sein. Und dieses, damit, also das ist der Mehrwert, den man gibt über das Handwerkliche. Genau. Voilà. Die Kalbsnieren, Lea. Ne? Ja. Wie kriegst du da so diese typische leichte, wie soll man sagen, leicht bittere Note, die da so drin ist? Also, kriegst du das raus? Arbeitest du dagegen? Oder? Nee, das ist jetzt gut, dass du mich das fragst. Weil das hatten wir abgesprochen vorher. Ja. Nein, ich sag auch warum. Nein, hatten wir nicht, ne? Nein. Hatten wir nicht. Aber nur um zu sagen, wie abhängig diese Küche vom Produkt ist. Mhm. Also wenn eine Niere bitter schmeckt, dann liegt es an der Niere, nicht am Koch, gell? Ja. Ja, aber wenn du jetzt so ein Produkt hast und das ist, sagen wir mal, gerade so an der Grenze, kann man dagegen arbeiten? Was machst du dann? Zucker oder Karamellisieren? Nein, dann mache ich gar nichts. Dann mache ich nichts. Dann akzeptierst du das so? Nein. Also der Verdacht allein genügt, damit man es verwirft. Okay. Und deswegen ist es auch, ich bin deswegen auch sehr gegen diese Kachen, wo so ganz viele Sachen, wo es so viele Sachen gibt. So viele Sachen kannst du gar nicht total überwachen oder so viele Produkte kannst du nicht von feinster Qualität herbekommen, dafür sorgen, dass sie immer noch so sind und so weiter. Das ist schon sehr, sehr schwierig. Das heißt, Johannes, auch bei dir oder Kolja, Frage in die Runde auch, Mario, Alfons, wenn eine Karte, sagen wir mal, eine glaubwürdige Karte sein soll, wie viele Gerichte hat die da draufstehen auf dem Niveau? Das kann man eigentlich so nicht sagen. Aber wir haben so gefühlt. Ja, 4 Vorspeisen, 2 Fisch, 2 Fleischgänge, 4 Desserts und vielleicht noch 1, 2 Suppen oder einen Zwischengang. Aber ja, und ganz viele Digestives. Ja. Nein, also man kann. Also ich würde das auch so sagen. Wir haben 8 Vorspeisen, 4 Fisch, 3 bis 4 Fisch und 3 bis 4 Fleisch. Aber ich habe ja dieses Menü, was ich gerne mache bei mir und wo ich auch diesen. Ich mache sie wirklich trocken. Ja. Weißt du, wenn ich die jetzt aus dem Fett rausgebrochen hätte, wären die ganz trocken, könnte ich sie sofort anbraten. Aber damit man etwas schön anbraten kann. Du hast sie auch eingeschnitten, ne? Nein, die kommen oder sehen so. Die so aus? Die sehen so aus. Ah, okay. Ja. Ich habe das so aus der Nähe und so roh noch nie gesehen, um ehrlich zu sein. Siehst du? Ja. Wow. Ist es Öl oder Butter? Geklärte Butter. Weißt du, die geklärte Butter habe ich mir gerade vorhin gemacht. Da kannst du sehen, die Molke setzt sich da ab. Die würde jetzt verbrennen. Riechst du das jetzt, was da gerade durchkommt? Ja. Das meinte ich vorhin. Das ist dieser. Ja, ne? Du kannst ja auch guten Schnitzeln essen. Die haben das nicht. Du weißt ja, wie ich meine, ne? Ja. Dieses, muss man mit Innereien immer so eine Sache. Ja, also das ist, wie zum Beispiel bei mir im Restaurant, ist dann das Menü auf Französisch geschrieben. Aber in der Zwischenzeit habe ich das ganz schön auch oft mit Fehler auf Deutsch und drunter. Ja. Oft mit Fehler, weil meine Franzosen, die gehen darin verbessern und so. Und dann, oder die schreiben das Neue, dann aber hallo, gell? Ja. Weil da steht voll Fehler. Aber also die Franzosen dann, sind auch so korrekten Kacker? Nein. Die schreiben Deutsch, ohne zu wissen, was sie tun. Ach, ja. So, und dann bestellen die Gäste, haben mir oft. Die Gäste haben mir oft dann Veau bestellt. Ja. Stand aber da Rognon de Veau, also Kalbsniere. Aber die konnten Veau, wussten die, das ist Kalb. Und dann habe ich, um sicher zu gehen, ich bin sicher, die wollen gar keinen, die glauben, das ist Kalb. Dann habe ich gesagt, Madame, wie wollen Sie Ihre Rognons, Ihre Nieren haben? Rosa oder durch? Weil ich sage, was, ich habe doch nie Nieren bestellt. Doch, Sie haben Kalbsnieren bestellt. Um Gottes Willen, nein. Und dann wusste ich, dass ich gar nicht damit anfangen musste. Wunderbar, aber wir werden das weiter beobachten, Lea. Herzlichen Dank. Ich werde das noch flambieren. Du wirst das flambieren? Sag bitte Bescheid vorher, ja? Wenn du, wenn du das flambierst. Damit wir das rechtzeitig sehen, ja, und apropos Deutsch sprechen, ohne zu wissen, was man tut. Herzlich willkommen, Alfons Schubeck. Schön, dass du da bist, Alfons. Entschuldige. Alfons. Ja, schön, dass wir Richtung Jahresende hin noch mal alte, liebgewonnene Traditionen auch pflegen, Alfons. Darf ich sagen, was du ursprünglich machen wolltest?
Wenn du das unbedingt loshaben möchtest. Ja, ich lese es mal vor. Und dann hören Sie mal, meine Damen und Herren, was daraus geworden ist. Du wolltest machen ein Rosenblüten-Champagner-Mousse mit Mangostanen, Himbeeren und Pistazien. Ja, stopp. Kriegen wir ja nicht. Kriegen wir ja leider nicht. Kriegen tun wir eine Crêpe Suzette Marrakesch. Nehmen wir auch, aber... Weißt du, der Herr der Sinneswandel. Mehr Haute Cuisine ist eigentlich Crêpe. Das stimmt. Weil Crêpe ist dieser kleine Pfannenkuchen. Der wurde ja ursprünglich, gibt es ja viele Geschichten, aber der Eduard der VII., der damalige Prince of Wales, ist gerne an die Côte d'Azur gefahren. Und da hat er jemanden kennengelernt. Und zwar, das war eine Näherin, die hat geheißen Suzette. Und mit der ist er zum Essen gegangen. Und irgendwie muss dann der Orangenlikör umgefallen sein. Und das Ganze hat zu brennen begonnen, als die Pfannenkuchen am Tisch noch gemacht haben. Früher hat man in diesen gehobenen Restaurants die Pfannenkuchen am Tisch gemacht und hat man es da ein bisschen übergossen. Das ist eigentlich total schön, oder? Wird das noch gemacht oder ist das etwas, was... Ja, wo der TÜV Rheinland wieder sagt, wollen wir nicht, ist zu gefährlich. In klassischen Restaurants wird schon gemacht, aber es ist halt ein bisschen Aufwand für einen Kellner. Das ist ein bisschen Orangenlikör jetzt. Oder? Orangenlikör? Das sind ausgepresste Zitronen. Und da haben wir ja ein bisschen in diese... Richtung gehen Marrakesch, ja. Gebe ich jetzt etwas Safran in die Orangensauce hinein, ein bisschen Kardamom, etwas Sternanis, ein bisschen Zimt und Vanille. Hier habe ich dann zur Garnitur Granatapfelkerne, Datteln, Walnüsse, ist klassisch, und habe karamellisierten Kardamom noch dabei. Lea? Ich muss ein bisschen von deinem karamellisierten Kardamom direkt. Du musst aber aufpassen. Und deine Streichhölzer. Ja, ja, die kannst du haben. Alfons wird auch gleich flambieren, ne? Ja, ich flambiere aber vor ihm. Du flambierst zuerst? Ja. Gut. Aber jetzt oder was? Lea, jetzt? Ja. Jetzt? Ja, ja. Warte, Alfons, komm. Komm, Alfons, das schauen wir uns jetzt an. Einmal. Alfons, wo mache ich das denn an? Du machst hier auch Eis, ne? Das habe ich schon. Wo geht das denn an? Wo das angeht, am besten. Warte mal. Hier, ich nehme einfach. Wir nehmen einen Bunsenbrenner. So, also. Warte mal. Ich habe hier Gin drin. Guck. Ja, Gin. Ja. Mit Gin kompiere ich die jetzt. Und du fängst. Mach an. Ja, ich versuch's doch gerade. Verdammt. Auf die Seite. Immer. Nein. Siehst, ach, danke. So. Oh. Sehr gut. Bravo. Fantastisch. Und jetzt? Einmal riechen. Oh. Wacholderbeeren. Wacholder, ja. Ich habe schöne frische Wacholderbeeren hier zerdrückt und die mache ich jetzt noch so, wenn hier. Wenn du das jetzt noch weiter so nah ran an das Gemüse hältst, aber auch noch Grillgemüse gleich hier. Das wollten wir noch nicht. Aber ich habe schön Wasser da reingemacht. Guck, dem kann nicht viel geschehen. Ja. Aber lass die doch zuschauen. Super. Die wollen, ja. Wacholderbeeren, Nierchen gehen natürlich dann sehr schön zusammen. Ne? Ja, das schmeckt ganz fantastisch zusammen. Das hat so eine kleine süße Note und auch oder bittersüß. Und mit diesem Gin, das schmeckt ganz vorzüglich, wirst du nachher kosten. Und jetzt lege ich sie mir nur auf ein Gitterrost mit der Aufschnittseite nach unten, damit das schön abtropft. Und dann mache ich ein bisschen Fond dazu. Et voilà, dann ist es schon soweit fertig. Apropos Fond, wir gehen wieder zu Alphonse. Geld zu Alphonse. Und fragen, wie es denn hier so läuft. Nämlich mit dem Eis, Alphonse. Du machst ein Pistazieneis. Ach, danke. Das habe ich mir gewünscht, Alphonse. Darf ich das sagen? Du hast noch nie Pistazieneis gegessen. Doch. Wo? Ja, wie wo? Ja, überall, Alfons. Aber nicht von dir, das stimmt. Und er hat mich gestern gefragt, welches Eis sollen wir machen? Nein, es war. Und dann habe ich gesagt, mach doch mal Pistazieneis. Und du hast es mir gemacht, das freut mich sehr. Ist ein Zeichen von Zuneigung, Alfons. Wow. Das ist ein schönes Eis, weil es nicht so süß ist. Ja, aber das mit dem Eis ist ja so. Wenn du zu wenig Zucker reinkriegst, kriegst du keine Cremigkeit rein. Gibst du zu viel rein, ist es sehr cremig, aber zu süß. Und diese Komponente zu finden, dass es cremig ist und nicht zu süß, das ist eigentlich der ganze Trick beim Eis. Ne? Und dann wäre halt noch Pistazien drunter, man könnte jetzt auch Walnüsse oder sonst was drunter geben. Aber es ist ein schönes, sagen wir, ein gutes Eis. Vielen Dank. Und verliert natürlich durch die Kühlung noch mal, also sagen wir mal, das Gefühl von Süße. Ne? Von, genau. Ja? Durch das Kalte, ich habe es erst im normalen Zustand probiert, in so einem Zimmertemperatur, da habe ich gedacht, das ist viel zu süß. Und dann wird es gefroren, da habe ich gedacht, okay, das passt jetzt. Ne? Ich habe ein bisschen Orangenabrieb reingegeben, ein bisschen Vanille, ein bisschen darf ich noch mal? Auch Zitrone natürlich. Und die werden ja dann da drin gedreht, also diese Crêpe werden jetzt da reingelegt, gedreht, angezündet dann ein bisschen. Und dann serviert man es mit dem Eis. Nicht? Und dann lege ich ein bisschen Granatapfelkerne, Walnüsse
Und alles, was ich heute so ein bisschen da rumfinde, lege ich dann da drauf. Und da habe ich kandierte Rosenblätter. Oh. Hast du das nur in Zucker, mit, ja, also Eiweiß, Zucker und dann in den Ofen? Zeig das mal groß, in Großaufnahme. Kannst 3-4 Stunden drin lassen bei 60 Grad. 50 und kann man Grad. Wunderbar essen, ja? Die kommt so. Schmeckt gut. So, ein Blatt runter. Schmeckt super. Kandierte Rosenblätter. Ja, also und der Zucker reißt wieder raus, sagen wir mal. Ja, ich bin. Ich habe nicht gesagt, dass es die Hauptmahlzeit ist. Das ist eine Garnitur, die du essen kannst. Ja, es ist großartig. Du machst aber auch dazu oder nimmst dazu auch Rosenblüten oder Blättersaft, ne? Na, da habe ich das falsch Rosenwasser meinst du? Rosenwasser. Ja, das würde ich aber, sagen wir mal, Rosenwasser könntest du hier mit reingeben. Okay, machst du aber nicht. Rosenwasser, ja, ich habe es jetzt nicht da, aber Safran gebe ich ein bisschen rein. Gut, mach mal so. Alles klar. Ich glaube, Kolja. Ja. Ist fast soweit, oder? Mario, wie geht's dir? Mir geht's total super. Mit, was machst du da gerade? Das ist hier. Also ich habe jetzt die. Die Kabinetten sind gefüllt. Mhm. Ich kümmere mich um das Petersilienwurzelmus. Zeitlich ist es schön knapp gerade, aber ja, die müssen jetzt also langsam in den Ofen. Und das ist das Petersilienwurzelpüree. Da lasse ich jetzt noch richtig schön Petersilie, grüne Petersilie mitlaufen, damit es grün wird. Ja. Die Wurzel ist ja weiß und das, was oben rauskommt durch die Photosynthese, ist grün. Ja. Und dann ist das fertig und dann muss ich mich nur noch um die Innereien kümmern, denn ich habe aus den Tauben noch die Lebern und die Herzen aufgehoben. Das riecht sich aber, um das mit zu verzehren. Das riecht sich aber getrennt auf so einem kleinen Crouton an. Mit viel Zwiebeln, alten Balsamico, Honig und Majoran werde ich noch reinhauen. Sodass, wenn einer das jetzt nicht möchte, dass er da drum rum essen kann. Okay? Wow, das klingt nach viel Arbeit. Ja. Aber ich brauche dich trotzdem einmal hier. Alfons, dich auch. Bitte auch Lea. Und bitte auch Johannes King. Denn Kolja Kleeberg ist fertig, ne, wenn ich das richtig sehe. Ganz wichtig, die gebackene Brandade ist ja warm. Genau. Crème fraîche läuft jetzt so ein bisschen rein, macht saftiger, aber der Kaviar darf nicht warm werden. Das heißt, den werde ich wirklich erst drauf tun, wenn die Kollegen alle hier sind. Ist das jetzt mit der Crème fraîche, wenn wir jetzt gleich mal dann darüber reden werden, wie das schmeckt, macht es das sehr paniert und dann noch Crème fraîche und... Du, das ist an sich schon schwer wie die Sau. Ja, schon, ne? Okay. Jetzt na, auf, warte, warte, einmal einen Blick drauf werfen. Nein, die Crème fraîche macht es einfach ein bisschen saftiger. Mhm. Kaviar jetzt auf die Crème fraîche drauf, dass er nicht warm wird. Bin echt gespannt. Lea braucht einen Löffel, genau. Ja. Gefällt und dir, Mario? Eigentlich, ja, ne? Eigentlich braucht man dafür kein Besteck, sondern die Finger. Das kann man eigentlich so essen, ja? Ja, eben. Wenn du eine schöne Frau hast, dann gehst du alle mit dem Fischstäbchen dran. Ich bin da einverstanden mit dir, aber im Restaurant essen die Leute bei dir mit Besteck oder ohne? Also ein Brot zum Beispiel, das nehmen sie durchaus mit den Fingern. Ja, bei uns auch. Und wenn wir ihnen Fingerfood geben, dann essen sie auch mit den Fingern. Aber hier, ist das Fingerfood? Naja, ich gestehe, man braucht größere Finger dafür. Aber, ja. aber eigentlich würde ich mir so ein Ding nehmen. Einmal abbeißen. Ja, komm, das darf ich machen. Ich mach das jetzt einfach. Ja. Ich mach das jetzt einfach. Das Ding hat nur einen Nachteil. Und es passt zu wenig Kaviar drauf. Ja. Du, da ist ja noch was. Ja, das sag mal, wie es dir schmeckt, Johannes. Sehr, sehr, sehr gut. Tolle Kombination und vor allem, es ist sehr fein. Ja. Es ist sehr leicht. Diese Brandat, die ist ja nicht so herzhaft. Ne? Aber mit der Kartoffel da drin, schön saftig. Die Creme da oben drauf, zack, Kaviar, sehr, sehr lecker. Mir sind gerade 50 Euro runtergefallen. Du. Ja. Mehr, ne? Schlimm. Und wenn wir bei Haute Cuisine sind, super. Welches ist das Getränk, was einem bei Haute Cuisine am ehesten einfällt? Champagne. Champagner, genau. Da würde jetzt eigentlich ein eiskaltes Glas Champagner zupassen. Normalerweise. Eigentlich müsste da ein Glas Champagner dazu. Hättest du gerne ein Champagner dazu? Eigentlich. Oder? Okay. Ja. Also wenn ich darf, dann kannst du gar nichts mehr holen. Als Vorspeise. Alfons, wie schmeckt dir? Also sagen wir mal so, dem größten Muffel, der hat gesagt, Kaviar so ein Scheiß, will das nie essen, das interessiert mich nicht. Dieses Einfache mit diesem Kernl, mit diesem Schwarzen, ist schon eine tolle Mischung, das muss man schon mal sagen. Also Kompliment, das schmeckt richtig gut. Ist gut, gell? Ja. Auch von der Konsistenz ist es großartig, finde ich. So leicht, fluffig. Das ist das Kalte. Der Fisch in der Kartoffel, der macht es halt fluffiger. Das ist das Kalte. Ja.
Verstehst du es mit dem heißen des Hotwassers und dann diese leichte Säure? Großes Kompliment. Das wärmt ja dann nochmal durch im Grunde. Das heißt, wenn du das servierst, danke, Alfons. Es muss ganz, ganz schnell serviert werden und dann eben schnell gegessen werden. Ich wollte gerade sagen, es muss dann ruckzuck da raus und dann... Das ist Fast Food, wenn es so schnell gegessen werden muss. Genau. Sag mal, also was ich finde, ich habe jetzt extra wegen Kolja mal hier den Kaviar so geschmeckt und dann seine Brandat-Klöße ohne Kaviar und ganz... Was ist zu? Ganz vorzüglich, auch ohne Kaviar. Ja. Weißt, es gibt ja sehr oft, das merke ich auch bei mir im Restaurant, dass die Damen sehr oft dem Herrn den Kaviar rüberreichen. Und dann denke ich immer, ich glaube, deswegen wird er sie auch noch heiraten, weil sie keinen isst. Da kriegt er immer ihre Portion mit. Ja, weißt du, warum Damen angeblich keinen Kaviar mögen? Ja. Warum? Weil sie Angst haben, dass die schwarzen Körnchen zwischen den Zähnen stecken bleiben. Ist das Quatsch? Wahr? Ja. Also, ich kenne Damen, die lehnen das nicht ab. Lassen, ja. Die haben auch schon von anderen Wirkungen gehört, vor allem, dass es eine wunderbare, zarte Haut geben soll. Es gibt ja auch noch Wirkungen, die man dem Kaviar zuschreibt, wo die Damen vielleicht hoffen, dass es mit der doppelten Portion für den Mann besser läuft. Ja. Ja. Angeblich soll Kaviar nämlich aphrodisierend wirken. Ja. Okay. Ja. Und in diesen Kreisen, also wenn es das Problem ist mit den schwarzen Punkten zwischen den Zähnen, hat man da nicht ohnehin den Zahnarzt seines Vertrauens immer im Schlepptau? Hat man den nicht immer dabei? Aber der Abend, wie soll denn der Abend dann noch weitergehen? Aber weißt du was, wenn du gut isst und schön leicht, ist der Abend immer gerettet, mit oder ohne Kaviar. Denn wer Freude am guten Essen hat, der ist immer potent. Ja. Bist du damit einverstanden? Ich will das nicht weiter kommentieren, weil ab sofort jedes Wort dann direkt wieder gegen mich verwendet werden könnte und teilweise über Monate hinweg in dieser Sendung. Ja, und man bleibt patent. Ja, also ein ganz patenter Typ? Absolut. Ja, dann kannst du das ein bisschen verstecken. Mario hat noch nichts dazu gesagt. Na, ich kam nicht zu Wort und habe wieder ein bisschen zu tun. Entschuldigung. Aber es... Mario, sag mal, wie schmeckt's dir? Nee, das ist ein absoluter Fetzer. Und wenn man jetzt mal gerade so... Ein absoluter Fetzer? Ja. Also ein Klopfer, ein Hammer, eine Granate. Und wenn man jetzt mal überlegt, das ist ja jetzt so der Anfang von so einem Menü, wie wir das jetzt haben. Und da jetzt dazu, wenn es dann dieses Kaltgetränk jetzt mal geben würde, wäre das eigentlich wirklich eine tolle Einstimmung auf all das, was jetzt kommt. Also es ist eine tolle Portion, weil es ist was absolut Edles. Und es ist überhaupt keine so eine Fischpraline, wie man vielleicht vermuten würde, sondern das sind tolle, herausgearbeitete Geschmäcker. Und danach, wenn man das als Vorspeise oder als Amüs oder wie auch immer gehabt hat, ist man bereit für vieles, vieles mehr. Für vieles, vieles mehr. Und da freuen wir uns drauf. Kolja, herzlichen Dank. Ja. Ganz, ganz toll gekocht. Mach vielleicht ein paar von deinen, Kugelfischen hier für unser Publikum auch noch fertig. Ja. Und dann freuen wir uns jetzt auf das, was Johannes King gerade hier fertig macht. Der nämlich auch, glaube ich, in den letzten Zügen liegt hier mit seiner geschmorten Ochsenbacke. Ja, bist du in Stress gekommen auch, ne? Ja, aber wir müssen das Thema Ochsenbacke noch mal ein bisschen aufgreifen. Ja. Das, was hier hinten im Ofen so schön schlummert, wir können ja mal ganz kurz rangehen und einfach mal reingucken. Wie lange war das jetzt da drin? Ich habe das jetzt ein bisschen höher gestellt, damit wir da schneller vorwärts kommen. Mhm. Aber das wird natürlich im Laufe der Sendung nicht fertig. Aber so sieht es aus. Und das 5 bis 6 Stunden im Ofen drin, dann reduziert das langsam. Mhm. Die Soße ist nichts anderes als dieser Saft. Mhm. Unbedingt mit Deckel schmoren, damit die Feuchtigkeit drin bleibt. Man kann ganz zum Schluss den Deckel mal wegnehmen, damit ein bisschen mehr Feuchtigkeit verdunstet, die Soße dadurch schon stärker reduziert. Mhm. Und so sieht das dann nachher aus, wenn es fertig ist. Ich habe einfach diese Backen genommen. Ja. Die habe ich eben fertig mitgebracht. Boah. Die werden einfach nur noch mal in der Soße heiß gemacht. Mhm. Ein Teil der Soße habe ich abgenommen, habe ich reduziert. Ja. Durch ein ganz, ganz feines Haarsieb durchgeben, so ein Nylonsieb. Ja, warum ist das wichtig? Da wird wirklich jeder Krümel da raus ist, keine schwarzen Punkte, nichts drin sind. Denn jetzt kann man gleich sehen, warum das so wichtig ist. Gib unserer Kamera die Chance, das einmal in Großaufnahme wirklich zu zeigen. Also. Muss mal gucken, wie ich das da drauf gezettert kriege. Kein Krümel, kein nix. Achtung. Da ist kein Krümel, nichts drin. Jetzt sieht man das an der Soße. Wow. Wir sollten zügig essen, oder? Unbedingt. Johannes, weil sonst schmeckt es nicht mehr und wäre schade. Kolja, Alfons, wir brauchen dich. Wir brauchen auch Mario, selbstverständlich. Besorg mal. Okay, alles da. Lea, kommst du auch kurz dazu? Klar. Trotz der Nierchen. Trotz? So, ich mach mal alles trotz raus. Der Nierchen, ja. Guck, wie schön. Darf ich auch mal gerade mal? Gar kein Messer, oder? Nee, ich hab geschnitten die Backe, dass du eigentlich alles mit der Gabel essen oder mit dem Löffel essen kannst. Okay. Aber
gerade sagen. Die Zwiebelchen, die interessieren mich. Wie hast du das gemacht? Das ist jetzt einfach nur die Schnittfläche nach unten in die Pfanne, Deckel drauf, braten. Wenn sie unten schon eingebraten sind, Salz und Pfeffer bitte. Und dann einmal umdrehen. Ist so gut? Das ist wie ein Kuss. Wie ein Kuss. Es ist wunderbar, ganz toll und das Fleisch so schön zart. Mhm. Und was ich sehr daran mag, ist, das sieht sich ja ein bisschen, übrigens das, was man da sieht, ist ja kein Fett, das ist Gallerte. Das ist wunderbar für unsere Gelenke und für alles. Ja. Mhm. Und das es schmeckt so fantastisch und butterzart. Kolja hat probiert. Das ist das, was man... Das ist das, was man Gaumensex nennen könnte. Ja, Nelson Müller sagte an dieser Stelle neulich Porno. Aber das ist ein Ausdruck im Ruhrgebiet für große Euphorie. Ja. Porno, ja. Ja, ist es? Okay. Was sagt deutlich Porno. Ja, was sagt Alfons? Also ich sag einfach gut. Heimatfilm. Einfach gut. Hast du die Dattel mal extra probiert? Ja, ich gerade. Mit Dattel und Rote Beete kriegt das, beschleunigt sich dieser Geschmack. Ich meine, dass die Dinger zart sind und sehr intensiv von der Soße. Logo. Ist auf Datteln? Das entsteht durch Verfahren. Beete hier, ja? Aber mit den Datteln und der Rote Beete ist das echt also sehr geil. Die Marokkaner nicht. Ja. Und nicht schwer. Keine Butter dran. Nicht schwer. Nur eine ganz leichte Geschichte. Wahnsinn, oder? Sehr schön. Wir machen ein paar Probierpotten. Alfons, was sagst du? Das ist ja eigentlich. Es hat ja keinen Sinn, das zu zerlegen, das Gericht. Weil es in sich so stimmig ist, dass man sagt, einfach gut. Und wenn es schmeckt und einer im Restaurant sagt, wissen Sie, die Böhnchen, die waren ja ganz toll grün und das Söschen ist kleben geblieben und mein Rock ist auch noch dreckig oder so. Also das interessiert mich überhaupt nicht, sondern das Gericht muss in sich mögen. Und für mich ist immer wichtig, dass man maximal 4 Zutaten braucht. Mhm. Und nicht 5 oder 20. Mhm. Wenn ich 20 Dinge auf den Teller legen muss, hast du die verdient. Im Hauptgang ist immer ein Zeichen, dass ich nicht weiß, was zusammenpasst. Ja. Und das Wenige, mag sich einfach. Ja. Ne? Das ist fantastisch. Über diese rote Beete haben wir noch nicht gesprochen. Kolja hat schon. Mario kriegt auch noch was ab, obwohl er noch mit in der Arbeit steckt. Die rote Beete, wie hast du die? Prost, zum Wohl. Zum Wohl. Wie hast du diese rote Beete so fein hingekriegt, dass die zum Trinken einerseits noch ein bisschen Biss hat und auf der anderen Seite aber schön weich ist, so, die zerfließt ja fast auf der Zunge. Zum Wohl, Mario. Ja, war erklärt im Vakuumbeutel, eingeschweißt, Backofen, 100 Grad und dann so lange, bis sie weich ist. Sofort in Eiswasser rein. Der Witz daran ist, es kann nichts rein, es kann nichts raus. Also nochmal, Vakuumbeutel? Im Vakuumbeutel. Ja. Normalerweise zu Hause hat man das ja nicht unbedingt, aber wer eine gute Küche hat, hat auch ein Vakuumiergerät. Nein. Und ich will eben die Beete Beete sein lassen und nicht zu viel mit Essig und Zucker und Gewürzen. Und das ganz natürlich. Wir haben mit den Datteln, wir haben mit der Soße, wir haben mit den Zwiebeln haben wir wunderbare Geschmackskomponenten, die da dazu passen. Und deswegen rote Beete, nur rote Beete. Prost. So. Super. Also, Haute Cuisine ist, wenn man es fertig bringt, aus was man meint, es sei einfach, was Exzellentes zu machen. Mhm. Also, bravo. Wahnsinn. Dankeschön. Ja, fantastisch. Ich mache mal ein paar Probierportionen. Bitte. Ja? Mach mal ein paar fertig. Ja. Der ist schon weg. So, ich muss auch einfach mal einen Schluck trinken. Nicht, damit der Alfons sich hinterher wieder beschwert und sagt, du trinkst nie was. So, Lea. Also meine Nierchen sind fertig. Deine Nierchen sind fertig. Ich hoffe nicht deine eigenen, aber deine Kalbsnierchen auf jeden Fall. Aber das sagt man immer als Köchin, sagt man immer, meine Nieren, meine Schweinsfüße, meine alles. Man entwickelt schon auch so eine Beziehung, ne, zu so einem Gericht. Wir müssen schnell essen, ne? Ja, werfen einmal einen Blick drauf, bitte noch mal in Großaufnahme. Ich habe es eben dann ganz wird gegessen hier. Kurz nur andeutungsweise aus einem Augenwinkel heraus gesehen. Brauchen wir Gabeln, oder Lea? Was brauchen wir? Ein Gäbelchen. Gäbelchen reicht, ne? Ganz schnell los. Ich bin sofort wieder zurück. Okay. Oh, freuen Sie sich, meine Damen und Herren. Da kommt gerade was ganz Feines auf Sie zugerollt. Ja. Kolja, warst du schon unterwegs? Ja, super. Vielen Dank. Kolja, für dich, schau bitte. Gerade dazu rein. Alfons, komm. Was hast du eben kommentiert, Alfons? Lass uns teilhaben. Ich hab gesagt, das mit dem Wacholder schmeckt sensationell. Mhm. Das passt wunderbar zur Niere. Ja? Mhm. Du isst ja gern auch so Innereien und Eine Gabel noch?
die Herren. Ich bin nicht der große Innereienmann, aber das ist perfekt. Mario, Kompliment. Für dich, ich liebe Innereien. Du liebst Innereien, ja. Genau. Und deswegen, vor allen Dingen, wenn man Innereien... Also, aber die war voll, ja. Turniere, ganze Kollektion. Ist super, okay. Also, Alfons restlos begeistert. Was sagt Kolja Kleber? Ja. Darf ich einmal leeren? Ich kann ja einmal probieren. Es ist eine wunderbare, schöne, klassische Kombination. Die Niere, die darf natürlich nicht durch sein, die muss genau so sein, ja, rosa gebraten sein. Aber und, kein Saft verlieren, gell? Und kein Saft, da darf natürlich nichts rauslaufen. Der Saft ist schon rausgelaufen. Das ist sehr schön mit dem Machen, ja. Ich mag die Konsistenz von der Niere, darf auch nicht so weich und breiig sein, wie man es vom geschmorten Nierchen hat. Und der Wacholder ist richtig, richtig gut dazu. Und der Wacholder ist auch noch gesund, gell, Alfons? Wacholder, gesund ist er noch dazu. Ja. Wacholder ist gegen Sodbrennen sehr gut und entwässert. Ja. Was sagt Johannes King? Also ich bin froh, wenn das nicht, so sehr entwässert, sondern Appetit macht zum Trinken. Ja? Ich bin sowieso totaler Innereien-Fan, also Nieren, du Leber, auch, ja? Bries, ja. Zunge, all das. Und Nieren, wenn ich irgendwo in einem guten Restaurant Nieren auf der Karte sehe, bestelle ich die sofort. Ah ja, super. Und Kalbs Bries. Ja, Bries auch, weil dann weißt du, da ist es ordentlich, da kannst du es gut essen. Das kannst du nur. Und ich liebe das in allen Varianten. Und ein schönes Mitternachtsessen. Vielen Dank, Lea. Bitte schön. Dankeschön. Großartig. Danke. Kolja? Wunderbar. Aber lecker, ist gut. Mit dem Zwiebel war Feuer. Schön, auch mit dem Zwiebel. Das stört witzigerweise auch gar nicht. Ich habe eben überlegt, ja, soll ich jetzt so eine ganze Wacholderbeere da nehmen und kauen? Aber das stört überhaupt nicht. Nee, ich habe sie auch zerdrückt vorher. Und das müssen schöne Frische sein, die noch weich sind, die du so zerdrücken kannst. Gell? Aber man muss sie gar nicht rausnehmen, man kann sie wirklich mitessen. Mario, was hat das ja dazu trinken sollten? Champagner. Ich glaube, ja, also den Champagner weiter noch. Na, ich glaube auch. Man darf ja nicht vergessen, dass, wenn man Innereien serviert, muss man sich auch verdammt gut mit auskennen. Das sind immer die ersten Teile am Tier, die einfach als Schabschelzen verrecken, also sprich, die dann verderben auch. Und wenn man zum Koch seines Vertrauens geht, dann vertraut man automatisch mit der Bestellung von Innereien, vertraut man ihm eigentlich schon. Und wenn das hier so echt so toll umgesetzt ist, mit dem Wacholder, das ist für mich wirklich auch völlig neu. Aber ist echt... Wie hast du den genau da reingekriegt, den Wacholder? Ja, also als wir hier ganz attraktiv und voll Drama flambiert haben, direkt danach die Wacholder und dann die Nierchen rausgenommen auf so einem, das ist sehr wichtig. Also diese Aktion ist sehr wichtig, dass man diesen Saft, dass man den Saft abtropfen lässt. Denn das ist schrecklich. Die meisten Leute mögen gar keine Nieren, weil wenn das meistens so ein Wasser auf dem Teller macht. Das darf auch keinen drauf, Guck, hier ist ja nichts rausgelaufen, weil ich lasse die abtropfen. Deswegen, das ist einfach unappetitlich, ja, ist irgendwie so. Ja, das macht auch die Soße kaputt. Weißt du, du kannst eine wunderbare Soße machen, dann läuft der Saft vom Fleisch oder von den Nieren hier drunter, schwupps, dann ist die ganze Kunst kaputt. Vorbei. Voilà. Also. Aber ich bin froh, dass das euch gefallen hat, weil ich weiß, mit Innereien habt ihr es nicht so sehr. Doch, nee, das kann man so nicht sagen. Ich esse zum Beispiel gerne Zunge. Ah, ich auch. Zunge. Müssen wir mal machen, ja? Wir machen mal Zunge. Sehr gut. Ja. Und ich bringe auch einmal, ich mache... Johannes, ne, machen wir demnächst mal Zunge mal in der Sendung. Ja. Wir machen alle Zunge. Wie findest du das? Und jeder macht eine andere Variante. Ja. Das wäre auch mal cool. Zunge? Ja. Ich mache Lammzunge. Ich mach Kalbszunge. Du machst Kalbszunge? Und ich mach Taubenzunge. Ja. Ja. Ich mach eine Schlangenzunge. Ja, sehr gut. Du kannst dich schon teilen mit zwei. Komm, ja. Aber jetzt müssen wir schnell was sagen. Also ich will eher dann Kalbszunge machen. Du machst Kamelzunge oder sowas. In den arabischen Ländern nennt man die Soni, Taubenzungen. Das sind ganz kleine, weißt du, das ist ein Nudel-Risotto. Kennst du das? Arizona, ja. Und da sagen die Taubenrisotto oder Taubenzungen. Und der Dessert macht, der kann Katzenzungen machen. Ja, toll. Super. Ich müsste schnell flankieren, der will ich. Ja, pass auf. Einmal, einmal Licht runter, ja? Ja, warte noch nicht. Flambierst du jetzt, oder? Ja, ich zünde du an. Machst du wieder hier einen Zünde du an, weil dein Anzug ist eh geliehen. Ja, pass auf. Ja, ja, der gehört mir ja gar nicht. Na, da, hier. Ja, ja. Das ist natürlich, weißt du, und weil zuerst ist er nicht geglückt. Zünde einmal an, Luft bitte. Drunter, warte, Alfons, bitte. Na, vielleicht geht's dann gar nicht mehr, also, weil der Alkohol schon wieder weg ist. Was sage ich denn? Ja, du hast es nicht gut vorbereitet, Alfons. Ja, natürlich, aber du hast eine Stunde braucht zum Utzen. Das ist wirklich nicht gut vorbereitet.
entschuldige mal. Ja, fragst du nicht entschuldigen, ist schon vorbei. Ja, dann hau halt noch mal was rein. Ja, was will ich reinhauen? Dann tust du da rein. Ja, wie, da rein? Das ist ja kalt, ne? Weil es kalt ist. Ja, weil Gott. Du wartest, du hast verschlafen. Sag mal, ich dachte, ich hätte es hier mit Profis zu tun. Ja, ich auch. Mann, Mann, Mann. Echt. Früher hast du gesagt, du hast alles abgefackelt, was in schnell durch den Bann aufgekommen ist. Ja, und jetzt sind wir... Zünd die an. Hallo, zünd die an. Ja, ist ja gut. Fix nochmal. Sie fix. Warte mal, gib dir noch Sprit rein. Jetzt ist aber Friede drin. Mein jetzt Gott, geht's mein dahin, Gott. Jetzt brennt's jetzt schon. Ja, jetzt geht's los. Ja, ja. Ja, du bist einfach ein heißer Typ, ja. Du musst doch einfach nur mal deine flammende Rede da reinhalten. Dann brennt das ganz von selbst, Alfons. Schön, hier, ja. Pfanne brennt. Was, die Pfanne brennt? Die werden jetzt richtig sauber. Super. Danke. Toll. Ja. Alfons, du bist schon ein heißer Typ, muss man schon sagen. Du wolltest sagen, du kannst mir jetzt langsam einen Schuh aufblasen. Aber ja, ja. Da musst du durch, Markus. Ja. Du hast damit angefangen, nein, jetzt machst du weiter. Es ist doch so, wenn man von dir geohrfeigt wird, selbst verbal, es ist immer irgendwo eine Form von Liebkosung. Das verstehen zwar manche Leute nicht und ich auch nicht, aber trotzdem ist es, glaube ich, so. Mario, wie sieht's aus? Ich richte an. Der ist richtig im Stress heute, der Mario. Aber du hast ja auch richtig was vorgenommen, ne? Als du eben noch anfingst mit, ich nehme noch mal eben kurz die Nierchen und alles Mögliche noch raus, dachte ich. Also, was hält nicht? Nee, wir sind. Alter Schwede. Ja, alter Schwede. Ich hoffe, es ist kein alter Schwede, der da gerade. Ich war mal in einer Examen, da hat einer gesagt, soll ich dir was helfen? Das war gerade das, was falsch war. Ja. Ich würde es jetzt noch so im Prinzip als Teller stehen lassen. Ich schneide das jetzt gleich auf. Okay, das ist das fertige Gericht, ja? Wie nennen wir es? Eine. Das steht auf dem Zettel. Crepinette von Taube und. Ja, ich muss auch ablesen. Du weißt es selber nicht, ne? Eine Crepinette von Taube und Wachtel mit Trüffel, Jus und Petersilie. Genau. Die Petersilie als Püree mit Grün und. Schön jetzt hier auch zu sehen, ne? Wie es grün geworden ist, das ganze Ding. Auch mit Licht. Und ich habe halt hier nochmal mit Schalotten, alten Balsamico, Honig, Majoran, den Herzen und Lebern aus der Taube, angelehnt an diesen Schnepfen-Croton, diesen Schnepfendreck, so einen kleinen Gewürz-Croton gemacht. Ja. Und alles in allem, würde ich sagen. So, und das jetzt bitte einmal mal mit einem Sonderapplaus bitte zu bedenken. In einer Stunde. Das ist toll. Kolja, kommst du bitte kurz dazu? Wir müssen zügig essen. Alfons, dich brauchen wir auch. Hat gut geklappt. Lea hat schon probiert. Mmh. Wunderbar, also auch so wunderbar zart. Und dieses Gericht, das sieht sich wirklich fantastisch an. Das ist Haute Cuisine, da brauchst du gar nichts zu erklären. Das ist so. Aber versuch mal zu beschreiben, wie es geschmacklich ist. Also geschmacklich, muss ich du sagen, hast das gekostet, die Trüffel hier kommt der Taube sehr, also die Taube an sich ist schon First Quality, weil ich habe sie gesehen vorher, das konnte man so mit bloßen Augen erkennen, dass es eine fantastische Taube war. Und hier diese Trüffel, die so schön da reingemacht worden ist, die schmeckt ganz, ganz hervorragend. Und wo ich Mario ein besonderes Kompliment machen muss, außer der Cuisson, ist für seine Crepinette. Die hat er so schön entfässert, denn die darf auf keinen Fall diesen schweinigen Geschmack geben. Denn das ist manchmal das Risiko dabei, gell? Mhm. Ja. Und das hast du fantastisch hingekriegt. Also, mit Kompliment. Ja. Ich finde es selber ganz schön. Ja, ne? Mario. Also, sieht sehr schön aus, ja. Mario ist selbst ganz begeistert. Und also, ich finde es aber ganz schön, ja. Er hat auch allen Grund dazu. Wenn man sich das anschaut, das ist Haute Cuisine, die aus dem Lehrbuch. Toll. Aber modern umgesetzt, nicht schwer. Das sind so verschiedene Komponenten. Dieser Schnepfendreck auf dem Crouton ist was ganz Klassisches. Mhm. Schnepfendreck, also die Innereien von der Schnepfe, die man ja essen kann, weil sie keine Galle hat, die Schnepfe. Man sieht an der Farbe, dass das Crepinette super umgesetzt ist. Wie ist denn die Soße? Na, ich habe hier die Soße, so wie es gehört, eben mit einem Stückchen vom Crepinette gegessen. Aber das dramatische Püree da hinten, das so giftig grün, ist hervorragend. Also fantastisch. Hat so einen schönen Petersilien-Geschmack und eine ganz fantastische Konsistenz. Wie hast du diese Farbe so wunderbar hingekriegt, dass sie noch so leuchtet? Blanchierter Petersilie, abgeschreckt und dann einfach richtig fein pürieren ohne Ende mit dem. Ja, super. Als Basis? Petersilienwurzel. Ah, genau. Petersilienwurzel. Also einmal von unten, einmal von oben. Das war mal weiß. Ganz fein gemacht. Das sieht mir nur klasse aus. Ja. Johannes, erzähl. Das sieht mir nur klasse aus, weil es schmeckt auch genauso, wie es aussieht.
Wirklich. Und es ist perfekt gegart. Wirklich perfekt gegart. Also echt eine glatte Eins. Wirklich eine glatte Eins. Super. Schon lange nicht mehr, Krepinette ist auf ganz vielen Karten verschwunden. Mhm. Findet man ganz selten. Ich bin froh, dass du mal wieder eins gemacht hast. Und dann so perfekt. Ich hoffe, das steht auch bei dir auf der Karte. Nein, Moment nicht. Aber ah, das werden wir wieder ändern. Du sollst mach ein Restaurant auf. Mach ja. das als deine Spezialität. Und wir glauben, alle werden wir glauben, du hast da Talent, Mario. Okay. Ja. Nehme ich mir sechs Herzen, ja. Super. Nein. Also die Kollegen Wahnsinn. Überschlagen sich. Wahnsinn. Wahnsinn. Eine glatte Eins höre ich hier. Und in der Zeit, ja. in der Zeit so ein Gericht so hinzumachen. Très professionnel. Allein. Très professionnel. Ja. Alfons, was sagst du? Ja. Ja. Ich muss mal schmutzen, weil vor 30 Jahren haben wir Krepinette rauf und runter gemacht. Das war gang und gäbe, gefüllte Wachtelkotelett, gefüllte Taubenkotelett und mit dem Schweinenetz. Und dann haben wir immer geschaut, dass es nicht schweindelt und gewässert und wenn es nicht ganz frisch war. Das war ein Riesenzirkus, aber das ist ganz toll umgesetzt, wirklich. Respekt. Ein bisschen schwer, ne? Eine ganz leichte Geschichte. Ja? Das Püree hier vor allen Dingen. Ne? Mario, was hast du da drin in dem Püree? Ja, nichts anderes außer Petersilienwurzeln, die halt wirklich ganz da hinten im Schnellkochtopf geht. Keine Butter, ne? Creme fraiche ist ein ganz bisschen drin. Mhm. Und dann hier diesen Sud, das wird ja sehr, sehr fest. Und dann mit diesem Sud, der da halt zeig entsteht. Das einmal, zeig das einmal. Also das ist Fond, ein bisschen Butter, Schalotten, Petersilienwurzel. Dann richtig weich kochen und dann mit dem zur Konsistenz halt aufmixen im Prinzip mit der Petersilie dann. Grandios. Darf ich das einmal so probieren? Natürlich, schmeckt nach Petersilie. Ja, mal kosten. Im Idealfall. Oder nach der reinen Wurzel. Aber genau. Wunderbar. Mario, bedanke mich sehr, sehr herzlich. Ja, das war sehr, sehr gerne. Wirklich eine geschmackliche Explosion. Eine Offenbarung. Und wir freuen uns jetzt auf den Nachtisch, der mit Sicherheit auf ähnlichem Niveau zubereitet worden ist, von einem gewissen Alfons Schubeck. Alfons, ist es fertig so jetzt? Ist es fertig so? Ja, ne? Eine Crêpe Suzette Marrakesch. Was genau ist daran Marrakesch? Marrakesch ist einmal das Safran in der Orangensauce, die Pistazien, die Granatapfelkerne und die Walnüsse. Den Sud habe ich gemacht mit Orangensaft und eben Zimt und Sternanis und Vanille. Ein bisschen Chili habe ich noch mit reingegeben. Steht allerdings schon seit 15 Minuten, aber es war aber mal das gut. Das Eis hat sich gut gehalten. Das Eis hat sich gut gehalten. Komm, haut mal rein. Die sind schon souffliert, die Pfannkuchen. Wie hast du das Eis gemacht, Alfons? Haben wir noch gar nicht gesprochen. Aus Pistazien, Markus. Aus Pistazien. Du machst eine ganz normale, da gibt es eine Paste, ja, so eine Pistazienpaste. Ja? Kannst du es auch selber machen. Und dann hiebst du halt noch Pistazien rein. Da gibt es aber große Unterschiede. Pistazienpaste, ne? An der Pistazienpaste. Ja, also es gibt ganz billiges Zeug. Und dann gibt es eben ganz ausgewählte Pistazien, die zur Paste gemixt werden. Aber das kostet dann auch 10-mal so viel. Da kostet so ein halber Becher kostet 500 Euro von so Pistazienpaste. Ja, ja. Brauchst aber nicht viel nehmen, aber das ist halt das ganz wenig. Und alles andere ist Mist. Ah, also ich habe aber eine gute Idee. Wer Pistazien-Eis zu Hause machen möchte, und also was ähnlich schmeckt. So weit liefere ich nicht, Nee, aber nee, ich möchte dir nur sagen, und wenn es nicht auf die Farbe ankommt, Mandeleis mit ein bisschen Kirsch drin, gibt dir auch dieses Gefühl von Pistazieneis. Und das ist auch super gut. So. Also, ich bin ja sowieso so ein Süßmaul. Und ich mag das am liebsten, wenn das schon so ein bisschen suppig ist. Ja. Der Fond ist ja super einreduziert. Und wenn der Crêpe dann so ein bisschen aufsaugt und dann so schön aromatisch ist, das ist hammer. Also kann es sein, dass man den Alkohol rausschmeckt, den ich nicht anzuzünden in der Lage war? Der ist übergeblieben, ja. Also sollte das sehr nicht sein, Markus. Ja. Kannst du auf die Schulter klopfen. Ja. Da siehst du, wie schnell dass man was versauen kann, ja? Wenn man zu langsam ist. Nein, Schmarrn, das ist ja gar nichts. Das ist absolut okay. Wie schmeckt's dir, Mario? Fantastisch. Also, dieses
warm, kalt sowieso. Und dann super, dieses vollgesogene. Klassiker. Man schmeckt deutlich, dass es auch so ein ganz leichtes Dessert ist. Also ganz was für einen schlanken Fuß. Ja, Klassiker, aber natürlich mit den. Allem, was dazugehört. Das heißt, ja, mit Klassiker, aber. Ja, Klassiker, aber Crêpes Suzette sind wir wollen gar nicht aber mit Pistazien und Datteln normalerweise. Genau. Mhm. Aber das ist natürlich das ist schöner. Ja. Ich kann euch nur sagen, dick wird man nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Mhm. Ja. Und wer dir seinen Körper nicht gönnt, ist selber schuld. Wie findest du es, Lea? Also, was ich gut an dem Gericht finde, exzellent. Ich kenne Crêpes Suzette. Hier ist jetzt die Version von Alphonse. Und ich muss sagen, wenn du kannst rausschmecken, dass da ein Grand Maître am Werk war. Und das ist wichtig. Es schmeckt fantastisch, Alphonse. Und wir fahren nach Marrakesch. Genau. Herrlich. Gut, Kolja. Alles gesagt, ne, im Grunde. Alles gesagt. Was willst du da meckern? Was willst du jetzt da meckern? Ja. Aber trotzdem, es ist mal einfach, was mehr aufpassen. Es ist die Tiefe, die nachher das Gericht auch bringt. Gaffra mit drin, bisschen Chili mit drin. Mhm. Es ist einfach ein bisschen fülliger als nur Orange mit Grand Marnier. Ja, ja? Das und das macht diese ganze Geschichte noch opulenter. Also geschmacklich opulenter. Ja. Großartig. Also, c'est fantastique. C'est fantastique, ein großer Meister und eine very große. Delicious. Ja. Merci. Wunderbar. Also, das war eine tolle Sendung, finde ich. Hat richtig Spaß gemacht, also, weil man einfach mal. Siehst du, wie froh Grand Cuisine macht? Ja, ist wirklich so. Das ist das, was ich am allerliebsten mag hier in dieser Sendung, wenn ihr mal so richtig zeigt was ihr drauf habt. Jetzt muss ich aber sagen, ja. Du kannst es genau bestätigen, oder du Kolja, die Basis, die Basic, ist immer die klassische Küche. Ja. Und wenn du das beherrschst, wer eine gute Soße und eine gute Suppe machen kann, der kann kochen. Mhm. Ein Fleisch kann jeder Depp einmal abbauen, das kannst du ja lernen. Ja? Ja. Aber wenn du die Grundkenntnis nicht hast, kannst du sowas nicht machen. Ah. Alles klar. Wahnsinn. Ist aber gekonnt. Ein gekonntes Abenteuer. Es sieht aus wie ein Abenteuer, ja. Wenn wir jetzt noch mal einen letzten Blick da drauf werfen. Sehr abenteuerlich. Muss ich sagen, das ist ja schon das, was ihr da bei euch im Museum habt. Das ist moderne Expressionismus ist das, was wir hier auf dem Teller haben. Kulinarischer. Wolltest du jetzt rausreden auf die Schnelle? Nein, das ist große Kunst, wollte ich damit andeuten. Also, bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Lea Linster, meine Damen und Herren. Johannes King. Danke. Alfons Zubeck. Bei Kolja Kleber. Und bei Mario Kotaska, meine Damen und Herren. Jetzt die Kollegin von heute Nacht. Wir sind am nächsten Freitag wieder für Sie da, wenn Sie mögen. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.